Hi, wir sind wieder da und wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir hier oben einen kleinen Kinderbereich hin machen, weil wenn die dann die Treppe hochgehen, dann laufen die doch auf dem Dach rum. genau, das geht ja nicht, gell? Nö, geht So, so dann nicht. passen wir schnell mal die Farbe an. Genau. Ja. Dann machen wir aber hier noch so einen kleinen Balkon hin, würde ich sagen. Oder? Bitte. Ja. So. Das ist aber ein bisschen hoch, die Mauer. Ja, hier wollte ich einen Balkon hin machen. Ah. Und da können die Toiletten sein. Ah, wir gucken Wenn mal. Baby mal auf Toilette muss, weil die, wenn die nämlich ganz trinken muss und dann muss sie ganz da runter so ein Bad laufen. Ich kann Ja, aber nicht so schnell genau. laufen. Also kommen da die Toiletten. Also machen wir hier. Ups. Dann machen wir hier noch Toiletten hin. Und eine schöne Eckbadewanne, oder? Bei den Toiletten. Ja, oder nicht? Warte, ich mach die Eckbadewanne hin. Ich Ja, suche mir eine Badewanne aus. stopp, wir sind noch nicht so weit. Erstmal müssen wir noch die Wandfarbe raus und Wir müssen Fenster. Welche Fenster willst du nehmen? für die Toilette. Nee, komplett gleich. Also die hier, wie hier unten. Ich Ja. suche. Das sind, glaube ich, die ersten gewesen. Ja, waren natürlich die ersten. Bei den Toiletten hier kommt auch so ein Nee, kleines. nicht innen. Wir haben doch innen auch kein Fenster. Hier hinten, da kommen noch zwei hier unten hin. Können unten noch zwei hin. Na gut, dann haben wir halt überall Licht, gell? Ist ja auch gut. Hier hinten noch eins. Hier zwischendrin noch Ja, eins. jetzt hast du ein bisschen einen Fehler gemacht, gell? Jetzt kannst du das nicht mal reinmachen. Egal, geh mal her, mach mal hier an die Seite noch. Ein paar hin. Mach aber nur oben. Warum machst du das so weit runter? Guck mal, wo hier das Fenster ist und wo dein Fenster ist. Ja, mach mal eine Treppe. So ähnlich wie eine Treppe. Ich mach mal hier so eine kleine Treppe. Nein, warum hast du. Nee, nicht da unten. Okay. Da unten brauchst du doch gar keins. So, komm mal her. Was machst du? Nee, 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 nee. Das kann man so nicht angucken. So, das machen wir erstmal weg hier. So, dann machen wir. So, guck mal, dann machen wir das erstmal alles auf eine Höhe. Papa, das muss ein bisschen weiter rüber. So, guck, so. Das sah so jetzt schon ordentlich aus. Aber da unten, da ist doch noch Wo? kleineres Fenster. Also hier So. hinten, da können noch ein paar hin. Guck mal, hier ist einfach eine Wand. So, die Wand muss da jetzt weg, gell? Wo ist die Hier, Wand? guck mal. Ist einfach eine Wand reingekommen. Oh. Okay, jetzt haben wir Fenster, jetzt brauchen wir nur noch eine Tür fürs Klo. Jetzt kannst du ja deine Klotür da nehmen, wenn du magst. Suche meine Klotür aus. Okay, dann such dir einfach eine neue Klotür auf. Du kannst auch so eine offene Tür nehmen, wenn dann jemand ein Kackerchen da reingemacht hat, dann stinkt das ganze Spielzimmer. Nicht? Es gab doch noch eine andere Toilette. Ja, musst du mal gucken. Wo nur eine Frau abgebildet ist. Ja, was ist, wenn der Papa dann aufs Klo muss? Der hat Pech, der muss runter. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein. Geh mal runter. Hier ist nur die Frau abgebildet. Ne, warte mal, sorry, das ist für Jungs nur. Das hier ist die Frau-Tür. Das Mädchentür. Genau, guck für Mädchen. Mädchen. Diese Tür.
Ja. Okay, also haben wir eine Tür. Nein, ich brauche noch eine für Jungs. Wir wollen doch nur ein Badmann für Jungs. Ach, du willst zwei getrennte? Nee. Ja. Ich habe gedacht, wir machen einfach ein großes Bad. Zwei getrennte. Ach so. So, die da kann jetzt weg, diese Tür. Hab ja schon genug. Ah, jetzt verstehe ich. Du willst also zwei Toiletten hinmachen. Das Ja. heißt, wir brauchen, außerdem, guck mal, die sind falsch rum. Ups. Was ist das jetzt? Machen wir das hier noch hin. Die Jungstoilette, die ist ein bisschen größer. Ja, aber Jetzt ist sie da kleiner. genau, also eine ist größer. Aber ich würde sagen, die Mädchen kriegen einfach eine größere Toilette, weil die sind ja zu zweit hier im Haus. Oder? Ist doch fair. Ja. Okay. Aber wenn mal Besuch kommt Naja, und die also, alle gleichzeitig auf Toilette benutzen. weißt du, was für ein komischer Besuch wir hier haben? Achtung, dann mach mal deinen Kopf runter, sonst sehe ich das nämlich nicht. Schau mal hier, wie die da rumlaufen. Na schade, jetzt stehen sie alle normal da. Aber die laufen doch alle so komisch. Ich glaube, die können bestimmt gar kein Pipi machen oder so. Jetzt müssen wir doch einrischen. Ja. Genau. Jetzt brauche ich die da. Ja. So, dann gucken wir mal, was man denn Wir so. machen auch noch ein paar Teppiche dahinter. Nicht, dass ich kalte Füße habe, gell? Nee, wir heizen doch unten ganz stark, dann ist es oben nicht kalt. Indoor-Teppich, das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Ich habe noch keine Farbe gewählt. Willst du nicht erstmal die Sachen hinstellen und dann gucken, wo die Teppiche Dann hinstellst? mache ich doch die Teppiche oben drauf, oder nicht? Nee, dann machst du nicht die Teppiche oben Ich drauf. mache aber die schon dann. Ja gut, dann mach mal. Ich mache da ganz viele Teppiche auseinander hin. Und dann irgendwann können sie nicht mehr drüber laufen, weil da so viel liegt. Nein, ich Oder hab. deine Kleine denkt dann, das ist ein Bett und schläft. Nein. Nein. Ich mache die nur so nebeneinander, dass man auch. Da Ach, sind du ja. willst den ganzen Raum hinzumachen? Ja. Mäuschen, da gibt es sogar Teppiche. Guck mal. Komm mal her. Ich habe gedacht, du willst jetzt nur eins oder so hinlegen oder zwei. So, wir schauen mal. Guck mal, hier Können wir sind jetzt wieder Teppiche. wegmachen? Und hier kannst du auch andere Teppiche noch Können wir raussuchen. jetzt wieder wegmachen? Ja. Weg, weg, weg. So. Wie hast du das alles weggekriegt? Mit dem Hammer, aber mit dem Hammer muss man vorsichtig sein, weil ruckzuck hast du auf einmal den Boden weggehauen, ja? Und dann hast du keinen Boden mehr drin. Welcher Teppich ist denn gut, der da, gell? Ja, wenn du da noch eine andere Farbe nehmen willst, weißt ja, wo du die Farbe raussuchen kannst, gell? Gibt's auch einen Grün? Ja, gibt's auch in Grün. Nee, jetzt hast du nicht Grün ausgewählt. Ja, jetzt hast du. So. So? Nein. Nein? Zu viel Grün. Ja. Ja, genau. Oh Gott, so rot, nein. Lila. Will nicht lila. Ist jetzt im Lila? Ja, muss erst noch gucken, was seine Farbe. Außer du willst lila. Wir können auch mal anderen Boden gucken, wenn du jetzt keinen Teppich haben willst. Sieht aus wie so Fliesen. Zeig nochmal. Oder? Guck mal. Ja. Der da meinte ich. Das sieht cool aus, aber irgendwie. Das sind die Fächer ein bisschen größer. Das sind. Ja, das ist da. Willst du den nehmen? In eine andere Farbe, glaube ich. Ja, dann gucken wir, was für eine Farbe es noch gibt. Gibt da noch Blau? Ja, blau hast du jetzt schon. Gelb, ich bin mal Gelb. gespannt. Das war kurz gelb einfach. Ja, dann musst du mit deiner Maus vor. So. Geht's sieht aber auch nicht schlecht aus. Machen wir das? Rot? Okay. Ja, das geht doch. Für ein Spielzimmer?
Voll dunkel. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich kann dir auch einen anderen Boden noch zeigen, ja? Ja, aber es gibt doch bestimmt auch andere Teppiche, oder? Nee, das sind jetzt die Teppiche. Warte mal, Hey, es gibt noch... Das sind Fliesen. Ich hab jetzt gesehen! Warte, hallo, nicht aufregen. Ja. Ah, ich weiß, was du willst, die Puzzles. Ja, die da will ich. Okay. Siehst du, da haben wir doch schon was. Ja. Da, guck mal das Fenster hier an. Ja, weil die Sonne scheint. Pass mal auf, jetzt ist es abends, nachmittags. Abends ist es jetzt noch hier auf die Seite. Nachts ist es ganz weg. Und wenn die Sonne ganz, ganz stark scheint, dann ist alles da. Alle Fensterbrückchen. Ja, genau. So wie da gerade. So, und jetzt gucken wir mal hier bei deinen Spielsachen, was du da haben willst. Kannst du einmal das nehmen oder hier bei dem Ring. Ja, jetzt kannst du ein bisschen auswählen, ein bisschen einrichten, wo du so hinstellen willst. So, in die Ecke? Ja. Okay. Na gut. Ist ja eh genug Platz, also kannst du ja hinstellen, wo du das dann eben willst. Ja, und da kommt auch noch eine kleine Spielkiste hier hinter. Direkt hinter der Tür. Nee, bin ich an die Tür. Wenn da der Kackerduft rauskommt, ja, ist es glaube ich nicht so schön für die Kinder, wenn die da spielen. Genau. So, ihr könnt gerne Kommentare da lassen, wenn euch das hier gefällt und ob ihr auch so ein Spielzimmer euch wünscht. Wenn oder für eure Kids. Wenn ihr vielleicht so eine Treppe hinbaut und dann die laufen auf dem Dach, dann könnt ihr vielleicht noch ein Spielzimmer hinbauen. Ja, genau. Wenn ihr ein Haus gebaut habt, wo einfach eine Treppe ins Nichts führt, warum baut ihr nicht einfach ein Spielzimmer dahin? Nein. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Schwer, ja, die Kiste in die Ecke zu stellen. Ja. Die ist aber noch nicht ganz in der Ecke. Hä? Wie? Guck mal. Genau, jetzt ist sie in der Ecke gewesen. schwierig. Genau, dann kann ich dann später noch die Maltische zeigen. Da kann man auch malen auf den Tischen. Vielleicht so ein kleines Memory-Tischchen noch hier hinter. Das kannst du auch mitten in den Raum stellen, das musst du nicht an die Seite stellen. Ja. Oh, was wir auch nicht vergessen dürfen, guck mal, der Treppe, da müssen wir noch absperren. Also einen Zaun ziehen. Nicht, dass das Kind dann runterfällt. Oh nein, und vor allem hier diese Stangen, das Kind da sind so kleine Stufen und dann geht es einfach denkst, so läuft runter. Da, ja, genau. Ist dann vielleicht nicht so aber gut. Aber das sieht bestimmt witzig aus, wenn die da runterfällt. Ja, dann hast du aber kein Kind mehr. Wieso? Hat schon ja, weil das... Nein. Hallo, wir passen ja auch auf dich auf. Ja. Ja, siehst du, weißt du ja. Sehr gut. Tu nicht alles so da vorne hinstellen, weil du brauchst ein bisschen Platz, wenn die dann da hochlaufen. Ich mach auch da hinten so eine kleine Kuschelecke hin. Eine Kuschelecke? Was? Da, guck mal, hier kannst du vielleicht noch eine Kuschelecke oder sowas hinmachen. Ja, da habe ich auch noch nichts hingestellt. Muss noch ein bisschen drehen. Genau, super. So. Bist schon ein kleiner Profi hier drin. Nein. Nein, was hast du gemacht? Nein. Was hast du gemacht? Ich weiß, wie es wieder geht. Ich weiß. Okay. So. So, es kommt hier in der Ecke hin. Ja, geht aber nicht, weil es rot ist. Genau, so geht das. Kommen ganz viele Kuscheltiere bei der Ecke hin. Okay, ich würde sagen, wir bauen einfach das so weiter und wir gucken uns einfach im nächsten Video dann das fertige Zimmer einfach an, wie du das dann so eingerichtet hast. Und deshalb könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann verpasst ihr das nächste Video auch nicht und kriegt eine Benachrichtigung. Brauche ich noch hier so ein Kuscheltier? Ein Dino. Okay. So, dann
Sagen wir bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Hier. Ich kann ja so lange noch weiterspielen. Genau, und wenn du fertig gemacht hast, machen wir einfach dann das nächste Video und können dann einfach zeigen, was du dir da vorgestellt hast. Okay? Ja. Okay, also, dann macht's gut. Vergesst den Abo-Knopf nicht. Wäre sehr nett, freuen uns auf jeden Fall. Der ist unten. Genau. Bei der Infobox. Also, bis morgen dann.